Ich habe diesen Drehort gewählt, weil ich mich hier sehr wohl fühle in meiner Wohnung und weil ich das Gefühl habe, dass ich mich hier relativ gut fallen lassen kann und weil ich eigentlich auch ganz glücklich bin, wieder in Bochum angekommen zu sein. Ich habe vorher in Witten gewohnt und habe da 2,5 Jahre gewohnt und bin jetzt eigentlich froh, wieder in Bochum angekommen zu sein und fühle mich hier sehr wohl in der Gegend und in meiner Wohnung und deswegen. Also meine Kindheit habe ich auch größtenteils in Bochum verbracht. Also ich hatte immer mein ganzes Umfeld in Bochum eigentlich, mein soziales Umfeld, ganz wenig in Witten nur. Haben zwischendurch auch in Witten gewohnt. Meine Mama hat immer eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt und natürlich meine beiden Geschwister. Mein Bruder und meine Schwester. Mein Vater hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt, war aber weniger präsent in meinem Leben, also sehr wenig nur da. Und ja, deswegen also definitiv Bochum, Bochumerin. Und ja. Es war so, dass ich nach meinem zweiten Lebensjahr aus Bochum, wo mein Vater auch gewohnt hat, auf diesem Gelände in Gerte, weggezogen bin. Nach Witten ist meine Mutter mit uns gezogen und da verlief sich so ein bisschen der Kontakt. Dann zog er weg. Ich glaube, er hat eine Zeit lang in Bocholt auch gewohnt. Ich kann nicht sagen, wann, wie, wo, weil ich auch lange Zeit gar keinen Kontakt hatte. Er hatte halt wenig Geld, keine Arbeit, nie die Möglichkeit, angeblich zu uns zu kommen und uns zu nehmen, und deswegen war er immer in so Konfliktsituationen natürlich präsent, weil es für mich ein großes Thema war, aber als Vater so gesehen nicht so wirklich da. Also ich würde schon sagen, dass mein Leben lang ich schon ein sehr stabiles Verhältnis zu meiner Mama habe, dass meine Mama jemand ist, der trotz aller Schwierigkeiten mir von ihr aus ein sicheres Umfeld schon geboten hat, vor allem was Vertrauen angeht. Ich habe zwar Probleme zu vertrauen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein bisschen an der Bindung zu meiner Mutter liegt. Heute nach wie vor definitiv ein großes Thema. Ich habe eigentlich ein für mich sehr großes Verhältnis zu ihr, sehr wichtiges Verhältnis. Es gibt schon Themen, wo ich sage, da wünschte ich, sie wäre so ein bisschen mehr noch in meinem Leben. Es fiel mir auch sehr schwer loszulassen, glaube ich, ganz lange, dass ich sehr geklammert habe. Aber doch, es ist schon, also meine Mutter ist schon einer der ersten Gesprächspartner oder einer der ersten Anlaufstellen für mich, wenn wirklich irgendwelche größeren Dinge sind und wenn ich Hilfe brauche und wenn ich Fragen habe, weil ich einfach bei meiner Mutter keine Scham habe, sie auf gewisse Dinge anzusprechen, die ich vielleicht bei Freunden hätte oder so. Also ich würde schon sagen, dass das Verhältnis von meiner Mama zu mir durchaus immer sehr konstant war und auch immer, dass ich immer wusste, sie ist immer da. Aber es gab natürlich gerade Pubertät, die Phase, wo ich ins Heim gekommen bin und so Phasen, wo natürlich die Bindung und das Verhältnis schwieriger war. Aber ich glaube, dass ich trotzdem für mich immer wusste, dass meine Mama eine Anlaufstelle sein kann und ist, auch für mich. Genau, und dass ich trotzdem immer sehr geklammert habe. Aber natürlich ganz, ganz viele schwierige Phasen gab, weil ich ja auch sehr verhaltensauffällig war und nicht das leichteste Kind und natürlich unsere Beziehung auch sehr konfliktreich war. Ich war schnell auf 180, ich bin ausgeflippt, ich habe ganz, ganz viele Konflikte, was glaube ich größtenteils das Problem war, mit meinem Bruder gehabt. Das waren immer so Reibereien und immer sehr große Anspannung. Ich habe sehr viel Mist gebaut. Na klar, macht das glaube ich jedes Kind, aber es war schon immer extrem. Meine Mutter konnte mich, gerade als ich klein war, sehr, sehr wenig alleine lassen oder auch mal als Baby auf der Decke. Ich habe sofort Terror gemacht. Und ja, also ich war sehr provokant und sehr herausfordernd und sehr temperamentvoll und sehr laut.
Und ja, wir haben nicht in der besten Gegend gewohnt. Meine Mama macht sich sicherlich auch ein bisschen Vorwürfe, dass sie nicht vielleicht doch früher mit uns hätte da wegziehen sollen. Ich war nicht auf der tollsten Schule, wo ich sehr viel Mobbing-Erlebnisse hatte, wo ich sehr versucht habe, auch schon sehr früh in der Grundschule, versucht habe, mir Freunde zu erkaufen oder ne, also ich irgendwelche tollen Sachen, die ich mache oder zeige oder gebe, Freunde zu bekommen. Und das lief halt irgendwann darauf hinaus, dass es immer schlimmer wurde, dass ich immer mehr gemacht habe, dass ich zum Beispiel geklaut habe und solche Dinge, die sicherlich auch mal jeder Jugendliche macht, aber das schon extrem war, auch im Haus, zu Hause sehr extrem waren. Und die Konflikte mit meinem Bruder wurden nicht weniger und die Konflikte zu Hause wurden nicht weniger. Ich bin viel schneller ausgerastet und meine Mutter hat sich zwar sehr früh, also was heißt sehr früh, aber hat sich halt auch irgendwann Hilfe geholt beim Jugendamt. Das hat aber auch alles nicht so funktioniert. Wir hatten so eine, ich glaube, das war so eine Familienhilfe, aber der hatte nicht so ein gutes Verhältnis auch zu meinem Bruder, glaube ich. Das war alles so ein bisschen, es hat nicht gepasst, glaube ich. Und es hat auch alles irgendwie nichts gebracht und es hat sich einfach so zugespitzt, dass meine Mama irgendwann gesagt hat, sie kann das nicht mehr tragen. Ne? Und sie, das für sie mit Sicherheit ein langer Prozess war und auch eine schwierige Entscheidung war, zu sagen, hier ist Schluss, ich muss dich abgeben, weil ich das zu Hause nicht mehr aushalte. Sie hatte ja auch nie einen Partner oder eine zweite Kraft im Haus, die ihr hätte gewisse Konflikte abnehmen können oder gewisse Situationen abnehmen können oder helfen können. Oder konsequent war auch immer so ein Problem. Ne? Das ist natürlich auch schwer irgendwie, ab einem gewissen Punkt dann irgendwann zu lernen, jetzt doch noch konsequent zu sein, wenn das nicht konstant die ganze Zeit da war. Und da war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist vorbei. Und das war, da war ich 14. Mit 14 bin ich in die Schutzstelle gekommen. Vielleicht, weil das im Nachhinein für mich nicht schlimm war. Ich glaube, also was meine Mama auch sagt und auch meine Schwester ist, dass ich damit schon Probleme hatte und dass man das auch gemerkt hat, dass das für mich ganz schlimm war, aber dass es sich im Endeffekt ins Gute gedreht hat und deswegen kann ich mich da einfach nicht dran erinnern.